Hallo zur nächsten Zeugenaussage. In diesem Video möchte ich euch die Aussage von Dr. Spiegel zusammenfassen, der als Expertenzeuge für Amber gegen Johnny ausgesagt hatte. Als Hintergrund wäre wichtig zu wissen, dass Johnny sich nicht, wie Amber, einer psychologischen Untersuchung unterziehen musste. Weil bei Amber eine posttraumatische Störung diagnostiziert wurde, musste sich Amber auf gerichtliche Anordnung hin einer Untersuchung unterziehen. Diese Untersuchung wurde von Dr. Curry, einer von Johnnys Anwälten beauftragten Expertin, durchgeführt. Dr. Curry erstellte ein Gegengutachten und widerlegte die Diagnose posttraumatische Störung und stellte zwei neue Diagnosen auf. Amber wurde von ihr mit zwei Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, die beide zum Cluster B gehören: Borderline und histrionische Persönlichkeitsstörung. Dies mag der Anlass gewesen sein, dass Ambers Anwälte Dr. Spiegel beauftragten, eine Meinung zu Johnnys Charakterzügen und seinen kognitiven Fähigkeiten abzugeben. Jedoch im Gegensatz zu Amber war Johnny nicht verpflichtet, sich von Dr. Spiegel befragen und untersuchen zu lassen. Dies schränkte natürlich die Möglichkeiten von Dr. Spiegel, sich ein objektives Urteil zu bilden, stark ein. Dr. Spiegels Meinung stützt sich daher im Wesentlichen auf Beobachtungen von Johnny im Umgang mit der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel TV-Auftritte und Interviews, und darüber hinaus beurteilte Dr. Spiegel eine mehrstündige Vernehmung von Johnny, die aufgezeichnet wurde. Seine Meinung konzentriert sich auf zwei Punkte: Johnnys kognitive Fähigkeiten und seine Charakterzüge. Seine Analyse ergibt, dass Johnnys kognitive Fähigkeiten stark eingeschränkt sind, was er auf seinen Konsum zurückführt. Darüber hinaus verfügt Johnny über ausgeprägte narzisstische Charakterzüge, die maßgeblich für das Scheitern der Beziehung verantwortlich sind und Amber in die Opferrolle drängten. Wie Dr. Spiegel seine Meinung begründet, das erfahrt ihr in den folgenden Ausschnitten seiner Befragung und des Kreuzverhörs. Ambers Anwältin stellte die Frage, welche Dokumente zur Bildung seiner Meinung herangezogen wurden. Da seine Antwort zum Teil abweichend ausfiel, wurde diese von Johnnys Anwalt mehrfach mit Einsprüchen unterbrochen. What did you review that correlates? In other words, did you review witness statements? Did you review depositions, photos? Yes. Ich habe mir Zeugenaussagen und Dr. Kippers Notizen angeschaut. Witness statements, Dr. Kippers notes. Sehr interessant dabei war, ich glaube, das war 2012 oder 2014. Ich glaube, das war so um den Zeitpunkt herum. Da hat Miss Heard, die Richterin, erinnert Dr. Spiegel noch einmal an die Frage. Als die Frage wieder mit Miss Heard beginnt, kommt der nächste Einspruch und Ambers Anwältin bittet ihn, die Frage zu beantworten. Notizen von Therapeuten und Beratern, Textnachrichten, Vernehmungen, Videos, Fotos. Auswertungen und Notizen der Psychologen und ärztliche Berichte. Das ist das, was ich mir angeschaut habe. Im Kreuzverhör, welches der interessantere Teil der Befragung ist, wird Dr. Spiegel speziell nach einem Thema befragt, der Goldwater-Regel. Die Goldwater-Regel ist eine Ethikerklärung der amerikanischen Fachgesellschaft für Psychiatrie, die 1973 herausgegeben wurde. Diese Regel hindert Psychiater daran, über Personen des öffentlichen Lebens und deren Geisteszustand zu spekulieren. Die Regel untersagt Psychiatern, eine professionelle Meinung über jemanden abzugeben oder ihn zu diagnostizieren, wenn sie diese Person nicht selber untersucht haben oder diese Person ihr Einverständnis dazu gab. Im Jahr 2017 wurde diese Regel erweitert und ausgedehnt auf professionelle Meinungen, nicht nur von Psychiatern, sondern auch von Psychologen. Im Jahr 2017 wurde diese Regel auch von der amerikanischen Fachgesellschaft für Psychologie anerkannt.
Johnnys Anwalt beginnt das Kreuzverhör, indem er speziell den ethischen Aspekt von Dr. Spiegels Beurteilung angreift. Haben Sie verstanden, dass Miss Hurts Anwälte zwei Anträge bei Gericht eingereicht haben, um Mr. Depp psychologisch untersuchen zu lassen, und dass diese Anträge vom Gericht abgelehnt wurden? Ich dachte, Sie haben dem Gericht gesagt, Sie wollen das nicht, und dann hat das Gericht so entschieden. Ich dachte nicht, das Gericht hat das von sich aus gemacht. Sie haben das doch beantragt, oder? Nein, Miss Hurts Anwälte haben das beantragt, sind aber damit nicht durchgekommen. Ist es nicht so? Also wenn Sie sagen, dass das so war, ich habe verstanden, Sie wollten nicht, dass er sich dem unterzieht. Also Sie sprachen über die Goldwater-Regel, die es seit fast 50 Jahren gibt. Wer richtet sich danach? Die amerikanische Fachgesellschaft für Psychiatrie. Sind Sie dort Mitglied? Ja, ich bin dort Mitglied. Das ist eine Ethikregel, richtig? Ja, es ist eine Ethikregel. Die sagen Ethikregel dazu. Ich nenne es Leitfaden. Und Sie wissen auch, dass die amerikanische Fachgesellschaft für Psychiatrie diese Regel ausgedehnt und erweitert hat und dass diese nicht nur für Diagnosen, sondern auch für professionelle Meinungen gilt. Können Sie etwas konkreter werden? Professionelle Meinung, worauf bezieht sich das? Lassen Sie mich Ihnen das vorlesen, vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. Es ist unethisch für einen Psychiater, eine professionelle Meinung über eine Person abzugeben, basierend auf öffentlich zugänglichen Informationen, ohne diese Person untersucht zu haben. Wenn Sie das so direkt vorlesen, glaube ich Ihnen das. Wie dem auch sei, für eine professionelle Meinung ist keine Diagnose erforderlich. Also meine Frage ist, es sind nicht nur die Diagnosen, auf die die Goldwater-Regel zutrifft, sondern es sind auch die professionellen Meinungen, stimmt's? Ich wiederhole nochmal, das würde im Grunde Expertenaussagen überflüssig machen, ohne direkte Untersuchung. Und wie wir wissen, ist das so nicht passiert, aber wie dem auch sei. Die ganze Geschichte mit den Expertenaussagen wäre dann im Grunde überflüssig. Haben Sie in Ihrer Vernehmung zugestimmt, dass die von Ihnen abgegebene professionelle Meinung der Goldwater-Regel widerspricht? Die Goldwater-Regel besagt, und so habe ich das auch in meiner Vernehmung klargestellt, wurde für Präsidenten gemacht und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und nicht für Hollywood. Also was ich Ihnen damit sagen will ist, in der Goldwater-Regel steht, dass keine Experten aus diesem Fachbereich Zeugenaussagen machen dürfen. So steht es da drin, anhand dessen, was Sie mir vorgelesen haben. Was ich Sie frage ist, Sir, haben Sie die ethischen Anforderungen Ihrer Fachgesellschaft erfüllt, als Sie Ihre professionelle Meinung wiedergaben? Es ist erstens eine Anforderung der Fachgesellschaft und nicht die Anforderung. Und zweitens, wir verschwenden hier den ganzen Morgen an einer vorherigen Expertenaussage. Jeder hat doch hier Expertenzeugen antreten lassen. Alles, was ich hier sage, ist, der ganze Bereich des Medizinrechts ist unethisch und korrupt. Wenn man an einem Verfahren teilnimmt, wo die Fachgesellschaft sagt, das ist unethisch und dass man das nicht tun soll. Also wenn Sie das damit meinen, dann ist meine Antwort ja und ich stimme diesem Statement zu. Als nächstes kommt Johnnys Anwalt auf Dr. Spiegels Einschätzung zu Johnnys Charaktermerkmalen zu sprechen. Also Sie haben weder heute noch irgendwann zuvor eine Diagnose zu Mr. Depp abgegeben. Mr. Depp, today or ever. Ich würde Ihnen wahrscheinlich nicht sagen narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich würde sagen narzisstische Züge. Und sicherlich, nach dem, was ich gelesen habe, häusliche Gewalt ist keine Diagnose
Und narzisstische Züge sind auch keine Diagnose, also nein. Bevor ich hier weitermache, es wurde hier im Gericht nur eine Diagnose zur Persönlichkeitsstörung besprochen, korrekt? Worauf bezieht sich das, Mr. Depp, Ms. Heard? Ich bin jetzt nicht sicher, wovon Sie sprechen. Haben Sie gewusst, dass es eine medizinische Untersuchung von Ms. Heard gab? Ja, das habe ich. Haben Sie verstanden, dass Ms. Heard ultimativ an zwei Persönlichkeitsstörungen leidet? Ich wollte nur sicher gehen, ob Sie über Mr. Depp oder Ms. Heard reden. Deshalb habe ich nachgefragt. Das ist eine Ja- oder Nein-Frage. Ja, Ms. Heard wurde damit diagnostiziert. Und beide Diagnosen sind Cluster B-Diagnosen und ein Risikofaktor für häusliche Gewalt? Ja, beide Cluster B sind, es ist mir nicht erlaubt, das zu kommentieren. Alles, was ich sagen kann, ist, dass Cluster B Charakterzüge, ich kann Ihnen erklären, was das ist. Und im Übrigen habe ich das schon früher ausgesagt, dass ich erstens keine Perfektion von meinen Opfern erwarte und zweitens natürlich hatte Ms. Heard Cluster B Charakterzüge. Okay, Sie haben dazu schon früher ausgesagt, also lassen Sie uns weitermachen. Sie haben eine Meinung zu Mr. Depps kognitiver Beeinträchtigung abgegeben, stimmt's? Ja. Was war Ihre Baseline? Eine Baseline für seine Verarbeitungsgeschwindigkeit? Ja, die Basis, auf der Sie Mr. Depp analysiert haben, bevor Sie sich seine Vernehmung angesehen haben. Ich glaube, meine Baseline war, wie er sich in der Öffentlichkeit verhalten hat. Ich habe ihn in den Medien gesehen. Ich habe gesehen, wie er mit anderen interagiert. Und seine Verarbeitungsgeschwindigkeit war mit Sicherheit nicht langsam. Ich habe ihn in Werbespots gesehen, also seine Verarbeitungsgeschwindigkeit ist nicht langsam. Lassen Sie mich über Fluch der Karibik sprechen. Sie haben diese Filme mit der Vernehmung in diesem Fall verglichen, richtig? Da habe ich mich versprochen, dafür entschuldige ich mich. Sie versprachen sich, Sie haben den Vergleich nicht gemacht? Gerade vor einer Sekunde habe ich gesagt, dass ich mich versprochen haben könnte, also dafür entschuldige ich mich. Aber Sie wissen schon, dass Sie Fluch der Karibik nicht mit einer vereidigten Vernehmung vergleichen können, richtig? Ja. Aber Sie können die Verarbeitungsgeschwindigkeit jederzeit beurteilen. Ich meine, ich beurteile Ihre, gerade jetzt. Wir alle können doch Verarbeitungsgeschwindigkeit als Baseline beurteilen. Und ich würde sagen, Ihre Verarbeitungsgeschwindigkeit ist nicht langsam. Also ich meine, ich sage Ihnen nur, wir beurteilen Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und haben Mr. Depps andere Rollen Ihre Analyse zu seiner Verarbeitungsgeschwindigkeit beeinflusst? Ich habe ihn nur in Interviews gesehen, nicht wenn er in Filmen gespielt hat. Also Willy Wonka. Also Willy Wonka interessiert Sie nicht? Haben Sie sich nicht Willy Wonka angeschaut? Muss ich diese Frage beantworten? Es macht Sie vielleicht glücklich, aber ich habe Willy Wonka nicht gesehen und ich habe auch 21 Jump Street nicht gesehen. Sorry Leute, nach dem Teil hat es mich total zerrissen und ich brauchte erstmal 10 Minuten Pause, um mich wieder zu sammeln. Ich dachte, ich lasse euch meinen Aussetzer drin, weil bei all der Ernsthaftigkeit in diesem Prozess ist das wahrscheinlich der Moment, an den ich mich noch sehr, sehr lange erinnern werde. Und nun geht's weiter mit Dr. Spiegels Kuriositäten. Unter welchen Umständen haben Sie Mr. Depp als Idioten bezeichnet? Sie wollen damit sagen, ich habe Mr. Depp einen Idioten genannt? Ja, Sie haben ihn in Ihrer Vernehmung als Idioten bezeichnet. Ich glaube, Sie sollten den Kontext dazu nennen. Der Kontext war, lassen Sie mich zurückdenken. Ich denke zurück. Ich dachte, es bezog sich darauf, wenn Sie zu einer Vernehmung kommen. Also ich denke zurück, Sie haben es vor sich liegen. Und ich nicht. Also ich denke zurück und er kam für diese Videovernehmung, ich glaube aus Europa zurück.
Und er machte das über Nacht, die Nacht davor. Und ich glaube, was ich gesagt habe, war, wenn Sie etwas Wichtiges tun für einen Prozess, in den Sie involviert sind, wären Sie ein Idiot, wenn Sie die Nacht davor anreisen. Also ich habe nicht Mr. Depp als Idioten bezeichnet, sondern eher die Planung. Also die Worte, ich meine, er ist ein Idiot, sind falsch aufgezeichnet worden. Also wenn Sie nur eine Zeile vorlesen, ein Schnipsel daraus, ich bin sicher, es war in diesem Kontext. Aber Sie haben es vor sich und ich nicht. Ist Idiot eine professionelle Meinung? Ich habe keine professionelle Meinung wiedergegeben. Ist es eine psychiatrische Meinung? Das beachtet die Goldworte-Regel. Entspricht es Ihrer Praxis, Leute als Idioten zu bezeichnen? Ob das meine Praxis ist? Nein, ich bezeichne keine klinischen Fälle, Patienten oder Opfer als Idioten. Dies war der erste Teil von Dr. Spiegels Aussage. Wenn ihr mehr davon möchtet, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wenn ihr mehr zu dem Prozess erfahren möchtet, dann bleibt dran. Das nächste Video folgt in Kürze. Danke fürs Zuschauen und bis bald.